Hey Freunde der Sonne und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainer Go. Naja, was soll man sagen? Es ist Montag, es ist Energie-Event. Ich will eigentlich auch nicht so viel dazu sagen. Wir gehen hier nochmal kurz die anderen Events durch. Oder an die Freude machen das gleiche. Change Fun. War auch letztens erst, aber diesmal mit der Spuktafel. Und Aufladegeschenk. Mit Zeug, was man auch sich auch so kaufen kann. Von daher, yay! I guess not, I don't know. Und Energie-Event, wollen wir mal nicht drüber reden, es gibt Z-Kristalle. Also irgendjemand in dem Büro, der dafür verantwortlich ist für die Belohnungen, da dachte ich auch, was wollen die Leute? Wie wär's mit Z-Kristallen? Es gibt nur noch Z-Kristalle, ich weiß nicht. Die können uns wirklich gar nichts mehr. Hier Z-Kristalle beim Verbrauch, Energie, gibt's Aufladung, heute auch Z-Kristalle? Nö. Also eins der schlechtesten Energie-Events überhaupt. Aber okay, 1200 schaffen wir natürlich, aber 2,5 vergiss es. Naja. Irgendwie hat was Tolles bekommen. Wir können jetzt nochmal nach dem Mirashi-Wesen gucken, auch wenn ich nicht glaube, dass es heute dabei ist, weil es einfach nie dabei ist, wenn ich es brauche. Minusangriff. Ich glaube, das haben wir es. Jetzt haben wir es jetzt. Wir haben es. Perfekt, Mirashi-Wesen mit Drachensprache 3. Sehr, sehr schön. So, nochmal wirklich hier Spezialangriff, 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 Schild. Herrlich. Wir haben jetzt ein Irashi. Und zwar offiziell. So. Und weil es nicht schön genug ist, kommen wir jetzt hier gleich mal. Boop. So, Vererbung. Ich hätte gerne meine Crows mal in meinem Irashi. Ich weiß nicht, ob das tierschützlich erlaubt es, aber machen das einfach. Boop. Haben wir eigentlich noch polierte Werte auf Necrozma? Ist ja trotzdem irgendwo hier rumgammeln. Nee, ne? Nee, perfekt. Aber Irashi, wo haben wir dich denn? Ist relativ weit oben, dafür, dass du noch gar nichts hast. Richtig geil. Jetzt haben wir einen Irashi. Wunderbar, haben wir uns damals durchs Energie-Event geholt. Und ja, würde sagen, dem können wir doch auch glatt mal Überreste geben. So, Wohlwollen. Was brauchst du denn? Das Raichu, das kann natürlich knapp werden. Kombinieren, vergiss es jetzt erstmal. Freundschaft. Ah, müssen wir uns irgendwann mal hinsetzen. Aber das Tollste ist, Machetto, Wohlwollen, Irashi. Du bist Kombination, das kriegst du natürlich gleich voll reingedrückt. Herrlich. So, Irashi wollen wir natürlich für unser Schlinking-Team fertig machen. Da müssen wir es natürlich auch pushen. So, was hast du denn eigentlich? Du hast Bodyguard. Das ist fast für mich interessanter Bodyguard. Oder halt Temposchub. Bei Drachensprache finde ich bei Irashi. Ich persönlich, meh. Meh. Ich gehe jetzt für Temposchub. Temposchub 3, bitte. Wir werden es gleich ganz hoch pushen, weil wenn wir es schon einmal beschwören können, können wir mal was anderes machen. Können es auch gleich voll polieren und alles machen. Problem ist halt wirklich jetzt die Fähigkeit. Egal ob jetzt Temposchub 3 oder Bodyguard. Je nachdem, was wir zuerst bekommen, das lassen wir erstmal drauf. Ich habe keinen Bock, mich 100 Millionen Stunden herzusetzen und dran rumzuspielen. Man hat zwar eine Menge Karten übrig, aber es ist dreimal Folge IQ 1. Drachensprache 1. Obwohl wir die blauen Karten verwenden. Wie viel haben wir noch? Kann ich dann zum Schluss machen, da können wir dann einfach abschalten. Machen wir jetzt mal noch 10, also auf 490. Und am Ende Bodyguard? Oder wir lassen es auch einfach so. Nestjagd nehmen wir natürlich mit. Ist keiner von der Gilde, von daher, sonst würde ich einen Barschwach reinmachen, aber es ist einer von außerhalb, dann zerstören wir es fix. Wenn da Hilfe gebraucht wird, bin ich da. Alles klar. Machen wir heute ein Irashi-Video und Nestjagd. Wenn du Hilfe brauchst, ich bin da. Junge, ich bin da. Bip. Da ist gleich noch einer. Ja.
außerhalb einer Aufnahme wird das nie passieren, aber so passiert es dann halt, ne? Hat selbst relativ viel Schaden gemacht, so wie es aussieht. Boop. Stark. Stark, Cooper. So. So. Widmen wir uns wieder meinem Mirashi. Guck mal, ist schon in der zweiten Zeile. Ist das nice? Ja, das kann man natürlich polieren. 12.000 Steine. Alter. Init, KP und Verteidigung sind ganz wichtig. Komm, schade, dass man nicht gedrückt lassen kann. Das Drücken macht mich alle. Mal gucken, was der erste Durchbruch ist. So aus dem Herzen würde ich sagen, oder aus dem Bauchgefühl, dass es ein Angriff ist. Weil das ist bei mir gefühlt immer. Aber es lässt ganz schön lange auf sich warten. Spezialverteidigung ist durchaus gut spielbar. So, wann kriegt man hier Angriff? Verteidigung auch gut. Init und KP werden jetzt natürlich mit am wichtigsten. Jeder hat eine andere Taktik. Viele gehen durch, bis alles einmal durchbrochen ist. Ich lock immer gleich alles. Weil es einfach für mich der Weg ist, den ich für mich beschlossen habe, dass das dieser sein soll. Bis jetzt lief es auch relativ gut, bloß der letzte kann jetzt sauteuer werden. Ne? Nein, möchte ich nicht. Ist halt ein 100er Durchbruch, ne? 100% Durchbruch auf dem, was man nicht brauchen. Stark Spiel. Und nochmal fast ein 100er. Alter. Initiative, du kannst jetzt bald mal bloppen. So, es ist bewiesen, also zumindest rein rechnerisch, dass wenn ein Wert durchbrochen ist, dass er schneller nochmal durchbricht. Deswegen verstehe ich die andere Taktik. Aber ich habe für sowas einfach keinen Nerv, ehrlich gesagt. Kommt man vielleicht sogar echt kostengünstig, aber nö. Wer hat, der hat. Ich beobachte den Wert hier und der springt ja nicht mal über 90. Ich wollte eigentlich nicht unter 10.000 fallen, aber wir drücken. Passt. Bin ich zufrieden. Ausrüstung, das hast du schon. Da bist Accessoire-Set hast du keins. Hat er eine Crows mal 1? Das weiß ich gar nicht. Was hat er eine Crows mal an? Hat er überhaupt was an? Das ist super und alles. Das ist eigentlich klar. Hat er eine Crows mal echt nicht mal ein Set an? Stark, Julian. Doch. Wusste ich doch. Zwar ein ungepushtes, aber das ist erstmal wurscht. So, da können wir uns jetzt wieder hier ums Pushen kümmern. Sehr schön. Freundschaft ist auch gemaxt. Ich wollte noch irgendwas machen. Kann man nicht machen. Das Hammer. Ausrüstung, Hammer. Keine Fähigkeiten, genau. Können wir einmal wieder alles freischalten. Oh, und da sind wir schon bei 4, 5, 6, 7, na, 8. Jetzt können wir hier mal ein bisschen, das können wir erstmal so lassen. Mirashi, da ich tatsächlich spielen wollte, möchte, wie auch immer, müsste ich dann sowieso ein bisschen, also ich würde es komplett mit 4er Fähigkeiten vollkloppen und ein bisschen polieren. Beziehungsweise Durchbruchskarten reinstecken. Aber dazu müsste erst mal ein gutes Energie-Event kommen. Diamant-Verwendungs-Event. Ist schon Verbrauch. So. Silbergreifendes Kennstuhl hat mich die Tage jemand runtergehauen. Little T, Little Small Dick würde ich ihn formulieren. So. Du kommst dahin. Und schon ist das auch ein nerviges Team. So, und bei mir noch ins Grenzduell. Sonst kommt hier irgendwelche Leute von meinem Server auf die Idee. Jo, da können wir doch mal ein bisschen ärgern. Nehmen wir das raus. Nehmen wir dich rein. Und nehmen wir dich rein. So, haben wir jetzt Mirashi gemacht. Schön.
Können wir nochmal hier alles abholen. Büm. Freunde. Zack. Und. Einmal abholen. Jawollo. Ah, hör mir auf damit. Das ist wirklich das Energie-Event. Alter, das will niemand haben. Das will niemand haben. Es wird halt wirklich immer schlechter. Und jetzt erkennt es wirklich, hat eingesandte Spieler auch langsam, dass einfach keinen Bock mehr haben zu payen. Weil einfach nichts zurückgegeben wird. Finde ich gut. So, das hätte man noch machen können. So. Keine. Doch, einmal Äpfel. Nice. So, bla bla bla. 1, 2, 3, 4. Dann gehen wir hier auf Wildnis erkunden und holen uns hier noch ein paar Zuchtkarten. Damit wir auch bald Hooper und stärken können. So, können wir das gleich mal leer machen. Das heißt leer. Dass ich nicht gleich nochmal reingucken muss, sondern erst heute Abend wieder zum Monster Revolte. Und wir können jetzt hier nochmal was Tolles abholen. Geil, oder? Herrlich. Das war's aber für heute. Wir könnten mal wieder ein bisschen was anderes machen. Wir könnten mal wieder ein Pokémon ein bisschen nachziehen, ein bisschen hochziehen. Was ich mit Jirashi jetzt genau vorhabe, weiß ich selbst noch nicht. Selbst mit Durchbrüchen bin ich mir nicht sicher, was wirklich wichtig ist. Fähigkeit wechseln, was haben wir hier? Ja, die Raserei des Tieres kann nicht auch für 3 Runden an Fähigkeit fliegen. Das ist erstmal gut. Das wäre schon ziemlich wichtig, ehrlich gesagt. Sind kritische Treffer enorm. Am besten alles durchbrochen, das ist schon klar, aber das kann auch arschteuer werden. Das ist halt nice, ne? Was machst du hier normalerweise? 20% Init. Guck ich mir mal in Ruhe. Vielleicht spielt einer von euch auch Jirashi aktiv. Ich kann mir gerne Tipps geben. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten heute Abend. Tschö. Mädö. Strong enough.